Für viele Reisende heute Morgen die böse Überraschung. Über 380 Flüge von Eurowings und Germanwings sind seit den frühen Morgenstunden am Boden geblieben. Der Verband UFO hatte nun letztendlich zum 24-Stunden-Streik aufgerufen, nachdem die Tarifverhandlungen mit der Lufthansa-Tochter gescheitert waren. Betroffen sind jetzt rund 50.000 Passagiere, hauptsächlich an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Köln, Dortmund und Berlin. Nun heißt es Geduld haben. Wer fliegt, sollte sich jetzt vorab über die Internetseiten der Airline informieren. Es wurden ebenfalls Hotlines eingerichtet.